Es geht weiter mit Leichter Leben, unserem Lifestyle-Magazin hier bei Astro TV, liebe Zuschauer. Vorher aber noch ein kleiner Programmtipp. Erinnern Sie sich noch an Ihren 18. Geburtstag? Wie war es für Sie, als Sie volljährig geworden sind? Wir feiern in diesem Monat unseren 18. Geburtstag hier bei Astro TV und Sie sind herzlich eingeladen. Astro TV feiert Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass haben wir ein außergewöhnliches Programm für dich zusammengestellt. Yoga und Meditation XXL, das Beraterroulette, ein Kochduell zwischen unseren Leichter-Leben-Moderatoren, 2 Stunden Sondersendung mit Sonja Döburger live aus der Grotte des Friedens. Abends erwarten dich weitere Highlights. Bernadette Rohleder kehrt zurück zu Astro TV. Thomas Raschke begeistert wie immer mit seinen einzigartigen Beratungen und zur Nacht das Jenseits-Kontakt-Spezial. Doppelberatung mit Gisela Rösch und Lorelei, bevor wir euch mit einer Traumreise in die Nacht entlassen. Außerdem den ganzen Tag lang Preise zum Dahinschmelzen und sensationelle Premieren in unserem Astro-TV-Shop und online auf astrotv.de. Wir feiern Geburtstag. Feier mit uns am 30. Juni nur auf Astro-TV. Also das lohnt sich auf jeden Fall, liebe Zuschauer. Den 30. Juni sollten Sie jetzt schon dickrot in Ihrem Kalender markieren. So, aber jetzt auf ins neue Leichter-Leben-Studio bzw. in die neue Ausgabe. Und bei Jens Garling sind heute zu Gast Stefan Schmidt, Astrid Obersteiner und viele mehr. Und vielleicht verrät er ja auch schon, wie er seine Siegeschancen so einschätzt beim Kochduell mit Andrea Plewig. Wir sind gespannt. Gute Unterhaltung mit Leichter-Leben. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Leichter Leben, Zeit für mich. Mittwoch, 9 Uhr. Ich freue mich sehr, dass ihr hier bei uns seid. Und ganz lieben Dank auch nochmal Marcel für die schöne Ansage und die Vorbereitung auf unseren Geburtstag. Freuen wir uns natürlich sehr drauf. Ich mich auch. Die Frage ist gar nicht, wie meine Gewinnchancen sind, sondern die Überlebenschancen der Jury, die das alles essen müssen, was wir so kochen. Stefan, du bist nicht in der Jury, du hast Glück gehabt. Ne? Also deine Überlebenschancen sind bei 100%. Ich durfte aber auch schon mal kochen. Du durftest, genau, wir hatten ja mal eine längere Reihe Kochduelle. Heute bist du nicht zum Kochen Nein, gekommen. Gott sei Dank nicht. Wobei du brutzelst uns ein schönes Tagesgericht, denn wir machen mit dir heute die Tagesprognose. Gestern ja auch schon. Erst sehen wir uns jahrelang fast nicht und jetzt täglich. Das ist sehr, sehr schön. Schön, dass du auch heute wieder da bist. Danke. Und wir haben noch mehr Gäste. Marcel hat es ja schon angesprochen. Astrid Obersteiner wird bei uns sein. Mit ihr sprechen wir noch so ein bisschen über die Sommersonnenwende, die wir ja gestern hatten. Und dazu wird sie uns auch noch ein bisschen vielleicht ein kleines Ritual zeigen. Wir werden auf jeden Fall mit Astrid auch noch in den Astro TV Shop reinschauen. Da hat sie ja sehr, sehr schöne Räucherprodukte. Letztes Mal hat sie ja ganz tolle Räuchergymnastik gemacht. Also mal schauen, was wir mit Astrid heute noch erleben. Dann wird Evelyn Graf uns auch noch zugeschaltet sein, unsere Kräuterexpertin. Und sie wird uns ein bisschen erzählen, was man denn Hunden für Kräuter geben kann. Was die gerne essen, was sie zur Unterstützung für die unterschiedlichsten Situationen vielleicht auch gebrauchen können. Jetzt gerade im Sommer vielleicht auch, wie man Hunde mit dickem Fell vielleicht so ein bisschen runterkühlen kann. Das ist ja auch ganz schön. Also mal schauen, was wir mit Evelyn alles so klären können in Sachen Kräuter und Hunde. Und dann wird noch bei uns hier im Studio sein Irene Isaak-Mulik. Und mit Irene werden wir über Liebe in Zeiten von Social Media sprechen. Auch sehr, sehr interessante Hinweise, die Irene uns dort geben wird. Und jetzt kommen wir zur Tagesprognose. Ist da, sensationell. Und du hast ja gefühlt hunderte verschiedene Kartendecks zusammen mit Ute an den Start gebracht. Und gestern hatten wir die Heilsteinkarten, genau. Die hattest du mitgebracht. Heute hast du ein Kartendeck mitgebracht, das du mit Ute entwickelt hast.
dass es noch gar nicht gibt. Also nicht, es gibt es hier logischerweise, genau. Aber noch nicht im Astro-TV-Shop. Erst bald wird es im Astro-TV-Shop geben, eben die Zukunftswelten. Und wir wollen heute die Zukunftswelten mal sichtbar machen von den Zuschauern. Was habt ihr bei diesem Kartendeck, bevor wir in die Tagesprognose gehen, was habt ihr bei diesem Kartendeck da entwickelt? Also was ist da drauf? Also es sind keine klassischen Tarotkarten, hat auch nichts mit Heilsteinen zu tun. Genau, also das ist das Besondere. Ute und ich, wir haben uns lang unterhalten und witzigerweise haben wir beide mal vom fahrenden Volk jemanden kennengelernt. Ja. Also ich 2006 und Ute schon viel, viel früher. Und die beiden Damen haben uns so in das Wissen des fahrenden Volkes eingeweist. Und da sind die Symbole drin, die eben dieses Volk benutzt hat. Ja. Und die haben uns Gott sei Dank die Erlaubnis gegeben, endlich mal die Bedeutung auch schriftlich zu fixieren. Schön. Weil normal kann man die ja nur mündlich weitergeben. Mhm. Ist es erlaubt und das ist so die Weltneuheit hier. Wow, also das ist wirklich was sehr, sehr Spannendes. Dann bin ich auch sehr gespannt, was uns die Karten sagen, überhaupt wie sie aussehen. Mhm. Eine Karte werden wir ja gleich ziehen. Wie machen wir es? Ja. Mischst du? Ich würde sagen, wir ziehen drei und wir ziehen es mal gemeinsam. Ja. Du darfst zwei, ich eine. Oh. Wollen wir mal Teamwork. Dann ziehe ich die erste, du die zweite, ich die dritte. Genau, dann machen wir es doch so. Machen wir Teamwork. Jetzt breiten wir das hier mal aus. Ja. Oh, da sehe ich schon, die Ute lacht mich an. Und jetzt der Stefan. Gucke mal. Also Nummer eins. Oh, Herzensdame. Ui, schön. Dann ziehe ich die zweite. Ach, die soll her. Was haben wir denn hier? Ich leg's mal so hin. Guck mal. Oh, das ist aber auch eine schöne Karte. Sehr gut, ja. Passt auch wunderbar zusammen. So. Ja, guck mal, da wollte was anderes raus. Dann nehme ich die hier. Reise, Entfernung, Ausland, neue Eindrücke, Menschenskinder. Also wir müssen mal Doppelberatung machen, weil das ist so schön, die Karten. Also der Tag wird richtig schön werden eben. Hier Treffen, Begegnungen, Ausgehen, Flirt. Da geht es ganz klar darum, in die Begegnung zu gehen, andere Menschen kennenzulernen. Wenn man sich auch vielleicht einsam fühlt, einfach mal um den Block zu laufen und wirklich auch Begegnungen zu haben. Ja. Und sich auch ruhig mal zu trauen, in entfernte Gefilde zu gehen. Also muss jetzt nicht das andere Land sein, ist schwierig bei einer Tagesprognose. Genau. Aber mal in einen anderen Stadtteil gehen, mal was Neues ausprobieren. Ins neue Café sich zu setzen, wo man vielleicht noch nie war. Einfach neue Eindrücke aufsammeln. Ist übrigens auch was der Dalai Lama immer empfiehlt. Er sagt, jeden Tag eben, was hier auch steht, neue Eindrücke. Jeden Tag einen neuen Eindruck. Jeden Tag mal etwas ganz Neues machen, was man bisher noch nicht gemacht hat. Und es gibt in Berlin ja sowieso so viele Ecken, in denen ich auch noch nicht war, die man sich auch noch mal anschauen kann. Einfach sich mal leiten lassen. Aber auch wenn man im Ländlichen wohnt, gibt mit Sicherheit auch einen Weg, den man vielleicht noch nicht so gegangen ist. Gibt bestimmt auch da noch eine Ecke, wo man eigentlich nicht gewesen ist. Da findet man mit Sicherheit irgendwie noch eine Möglichkeit. Oder einfach mal auch etwas anders machen. Also neue Eindrücke bedeutet ja auch, möglicherweise statt vielleicht mit rechts die Zähne zu putzen, einfach mal mit der linken Hand. Also einfach einen neuen Eindruck, etwas neu kreieren oder neu ausprobieren. Das können wir machen. Wie gesagt, es geht nicht immer bei einer Tagesprognose ins Ausland direkt. Es sei denn, man wohnt irgendwie im Dreiländereck, dann kann man auch mal schnell ins Ausland. Die Herzensdame muss natürlich jetzt nicht unbedingt die Herzensdame, kann auch der Herzensmann natürlich sein, je nachdem. Absolut, da geht es ums weibliche Prinzip. Genau. Also sich Ruhe gönnen, Passivität ein bisschen in sich reinfühlen. Es ist ein fühliger Tag heute. Und gerade zu den neuen Eindrücken, auch wenn man jetzt vielleicht in der Wohnung gefangen ist. Man kann ja trotzdem mal, statt sich aufs Sofa zu setzen, auf einen Stuhl oder einen Sessel, einfach was Neues machen. Sehr schön. Also auch wirklich tolle Karten. Also danke, dass du die mitgebracht hast. Frage, wird es dazu, also zu dem Kartenset auch nochmal so eine extra Erklärung geben? Also hier steht zwar schon viel, aber habt ihr da nochmal ein extra Booklet oder sowas? Also es wird ein Set geben. Ja. Und die sind eigentlich relativ selbsterklärend. Jo. Und wir sind noch so ein bisschen am Entwickeln und mal sehen, was draus wird. Und eben sich auch, also man muss ja nicht immer alles auch wirklich ablesen, sondern auch sich von seinem Gefühl leiten lassen. Also Herzensdame, du hast ja auch einen anderen Aspekt da eingebracht. Also ich bin so auf Beziehung gegangen oder eben Flirt, weil wir hier auch den Flirt haben, dass das dann eben möglicherweise eine Partnerschaft geben kann. Bei dir war es dann eben das weibliche Prinzip, sich eben auf sich zurückziehen, sehr, sehr fühliger Tag. Also so unterschiedlich kann man das dann eben auch interpretieren und das darf man auch. Absolut, weil es kein richtig oder falsch gibt. Das ist das Schöne. Ja, wunderbar. Also herzlichen Dank deswegen auch nochmal für deine Ausführungen dazu. Und ja, wundervoller Tag, den wir nutzen können. Absolut. Ganz, ganz herzlichen Dank, mein Lieber. Gerne. Und wir weisen nochmal auf die 0800er-Nummer hin, ihr Lieben. 0800-3763-733, die Nummer, unter der ja auch Stefan freigeschaltet ist. Wenn ihr noch nicht
bei Questico angemeldet seid, dann ruft diese Nummer an, holt euch euer kostenloses Erstgespräch ab. Ja, kostenlos, 15 Minuten. Unter anderem könnt ihr mit Stefan sprechen oder mit einem anderen Berater oder einer anderen Beraterin unseres Partners Questico. Einfach die Nummer anrufen und sagen, ich bin neu hier, gebt mir einen Berater oder eine Beraterin, mit der ich oder mit dem ich 15 Minuten kostenlos sprechen kann. Dann passiert das auch. Jetzt haben wir für euch den Hinweis auf unsere Wochenverlosung. Da haben wir ja einen sensationellen Preis, ein dreiteiliges Set von Freya Onassis, die uns ja auch gestern aus dem Elfengarten zugeschaltet war und den Preis auch noch mal genauer erklärt hat, nämlich ihren Lichtelfen-Schutzring, das Lichtelfenbild-Schutz. Es geht wirklich um den Schutz und das Buch Die Götter der Germanen und Wikinger. Diesen Preis, dieses schöne dreiteilige Set, das könnt ihr gewinnen am Ende der Woche, wenn ihr folgende Frage erst einmal beantwortet. Mit welchen Wesen arbeitet Freya Onassis zusammen? Ich glaube, das dürfte auch klar sein. A, die Lichtelfen oder B, die Schattenmonster. Unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501990 könnt ihr anrufen. 50 Cent kostet der Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wisst ihr, kann es immer etwas teurer sein. 18 Jahre alt müsst ihr sein, wenn ihr bei uns teilnehmen möchtet. Und bis Freitag 10 Uhr sind die Leitungen für euch geschaltet. Und dann werden wir einen Gewinner, eine Gewinnerin ermitteln. Unsere Teilnahmebedingungen wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi. Und jetzt haben wir für euch die Kräuterecke. Und die Kräuterecke ist untrennbar verbunden mit Evelyn Graf. Und Evelyn Graf wiederum ist untrennbar verbunden mit ihrem Hund. Mit meinen Hunden, das ist die Kleine. Ach, das ist die Kleine, siehste. Ja. Wenn das schon die Kleine ist, dann müssen wir mal den Großen sehen oder die Große. Der sitzt unterm Tisch. Der passt nicht mehr auf dem Schoß, dann ist von Evelyn nichts mehr zu sehen. Meine liebe Evelyn, es gibt ja wahnsinnig viele Themen rund um den Hund und eben auch entsprechend viele Probleme, Krankheiten, Herausforderungen für die Tiere, eben auch für Halter mit den Tieren. Wir wollen uns heute mit den Hunden etwas weiter auseinandersetzen und ihnen vor allem Gutes tun, sie unterstützen. Und das können wir sehr, sehr gut mit Kräutern. Man muss nicht immer gleich die Chemie einwerfen, ne, für alles. Genau so ist es. Und ich arbeite mit meinen Hunden schon seit Jahren mit Kräutern. Ich muss dazu sagen, dass sie ziemlich artgerecht ernährt werden. Also ich barfe, das ist Rohfleisch. Und da muss man natürlich schauen, dass sie genug Vitamine und Mineralstoffe haben. Mein Großer, der ist schon ein bisschen älter, der ist jetzt 12 Jahre alt, ein großer Hund und Labrador-Schäferhund-Mischling. Und da muss man schon was tun, dass er fit bleibt. Und dafür habe ich meine Kräuter. Mein Asrael, der bekommt jeden Tag ein bisschen Unterstützung für seine Leber. Und für die Leber, da nehme ich immer Mariendistel her. Mariendistel kann man in der Apotheke kaufen, das sind so Körner. Und die sollte man sich am besten mahlen lassen. Das ist gut für die Leber. Und wir wissen ja, die Hunde kommen mit allen möglichen in Kontakt. Und wenn sie älter werden, muss man die Leber unterstützen. Und dann kriegt er von mir Mariendistel-Samen als Pulver. Und zwar nur eine kleine Messerspitze, nicht zu viel. Und wenn man einen ganz kleinen Hund hat, noch weniger. Wichtig ist bei Hunden eins zu wissen, liebe Zuschauer. Hunde sind Fleischfresser. Sie sind zwar an unsere Ernährung gewöhnt. Das heißt, sie können schon ein bisschen Kohlenhydrate verdauen. Aber sie können nicht die Blätter auflösen, weil es geht einfach nicht. Ne? Und das heißt, man muss sie so zubereiten, dass sie auch wirklich aufgenommen werden. Wie geht das? Entweder ein Tee kochen, aber zum Beispiel bei mir so einen großen Hund und in Tee geben, das funktioniert nicht. Der mag das nicht, wenn ich es übers Futter gieße oder ins Wasser. Und ich habe da so einen Trick. Ich nehme die getrockneten Kräuter und pulverisiere sie in Mörser und gebe sie einfach zum Fressen. Und wenn ich das gut durchmisse und so eine Messerspitze
davon, dann merkt man nicht viel. Das riecht der Hund, das andere übertönt es. Das wird gerne genommen. Wie gesagt, mein Azrael, der schon ein bisschen älter ist, muss verschiedentlich unterstützt werden. Zum Beispiel mit der Brennnessel. Das ist gut für die Niere, dass alles ausgespült wird. Alles Entgiftung, Leber und Niere haben wir jetzt, ja, Mariendistel und Brennnessel. Und man kann bei ihm noch, weil er schon älterer Herr ist, ein bisschen was für die Prostata tun oder dass erst gar nicht kommt. Na? Und da ist die Brennnessel super geeignet. Ja? Manchmal gebe ich noch gemahlene Kürbiskerne hinein. Das alles sind Dinge zur Vorbeugung. Das ist keine Heilung. Hier geht es um Vorbeugen. Die Frage ist, wie oft geben wir denn all das? Du hast gesagt, Mariendistel, also je nachdem, wie groß der Hund ist, eine Messerspitze, machen wir das jeden Tag? Ich mache das jeden Tag, ja. Es ist für Sie quasi Ihr Vitaminschub. Man darf ja nicht vergessen, dass die Kräuter auch ganz viel Vitamine enthalten. Ja. Zum Beispiel kriegt man Azrael auch ganz viel Oregano und Basilikum. Da ist sehr viel Vitamin C drin. Das unterstützt die Verdauung und ist auch gut für die Immunabwehr. Ich gebe nicht viel rein. Wie gesagt, bei einem großen Hund ist eine Messerspitze ganz normal. Aber bei einem kleinen Hund kann es ein ganz kleines bisschen sein. Es muss nicht viel sein. Denn die getrockneten Kräuter enthalten noch alles. Nicht so wie beim Tee. Wenn man da einen Tee nimmt, zum Beispiel einen Teelöffel auf 250 Milliliter Wasser, da ist vom Tee, von dem Inhaltsstoff nicht mehr viel da. Man braucht nur ganz wenig. Und das wird auch von Hunden wirklich ganz gerne genommen. Und das darf man übrigens auch mal sagen. Also das ist jetzt auch keine Erfindung von dir, Hunden jetzt Grünzeug zu geben, sondern es ist eine ganz natürliche Ernährungsweise, denn Hunde oder beispielsweise Wölfe, Hunde dann eher vielleicht nicht, aber Wölfe machen das auch so. Wenn sie ein Beutetier erlegen, die fressen den Magen bzw. den Mageninhalt ihrer Beutetiere, weil es da eben auch schon vorverdautes Grünzeug gibt. Das ist wichtig für die Ernährung, das brauchen die. Das machen die Wölfe siehst auch. Du? Und du hast das so gut gesagt jetzt, ja. Alles das, was ein Wolf essen kann, und der Wolf isst wirklich Kräuter über den Magen, aber jetzt kommt genau dieses Vorverdaute. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen, ja. Weil die Zellulose kann ein Hund nicht verdauen. Ich mag es mit pulverisieren. Was man auch machen kann, ist, dass man es im Mixer reingibt und ganz klein quasi zerschlägt. Es reicht nicht aus, wenn man es klein schneidet. Das kann der Hund nicht verdauen. Es ist so, es kommt hinten das so raus. Genau. Ich habe es probiert. Genau, also deswegen eben das sogenannte Vorverdaute. Also wie gesagt, du hast deine Möglichkeiten, das dann eben einzukochen. Ganz, ganz wichtig. Kochen würde ich nicht, kochen nicht. Ja. Dann gehen also die Vitamine auch verloren, genau. Ja, du kannst zwar einen Tee machen, ja, aber das ist wirklich auch wie ein Tee und du musst dem Hund sehr viel geben. Und Hunde hat wirklich eine ganz gute Nase. Und wenn du denn den ganzen Tee darüber gibst, über sein Futter und alles, ist, weiß ich, der mag das nicht mehr. Ich zumindest meine nicht. Es gibt welche, die mögen das, ja. Und so brauchst du nur ganz wenig von dem Pulver oder eben du tust es in den Mixer rein oder wirklich also ganz klein schneiden. Aber ein Teepulver reicht auch nicht aus. Es muss tatsächlich, nimmt man zum Beispiel Pfefferminze, was gut für die Verdauung ist, das muss man noch einmal verreiben im Mörser, weil sonst wird es wieder nicht vom Hund verdaut. Es kommt wieder raus. Jetzt hast du ja etliche Erfahrungen auch gesammelt, weißt, was dein Hund verträgt. Wie gesagt, es kommt auch immer auf die Größe des Hundes an. Deine sind etwas größer. Jetzt sagst du, also von dem einen Messerspitze hier und da, packst du denn alles, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, alles dann in eine Nahrung rein, jeden Tag? Also das, was ich gerade gesagt habe, für den Azrael, also für den älteren Hund mit 12 Jahren, mache ich das tatsächlich jeden Tag. Ja. Aber es ist für jeden, und er wiegt 42 Kilo. Das ist schon Größe, genau. Da ist es von jedem eine kleine Messerspitze. Habe ich jetzt einen ganz kleinen Hund, ja, würde ich es nur jeden zweiten, dritten Tag geben und dann wirklich nur ein ganz bisschen eine Brise, wenn man so schön sagt. Es reicht aus. Jetzt gibt es ja auch, gerade jetzt im Sommer, im angehenden Sommer, wir haben schon wahnsinnig hohe Temperaturen, die unterschiedlichsten Herausforderungen auch für Tiere, also für Hunde. Jetzt von der Ernährung mal abgesehen und eben zur Unterstützung aller Organe. Gerade jetzt bei diesen Temperaturen, was kann man denn tun? Weil du hattest ja auch für uns Menschen mal Schönes empfohlen, was man an Tees trinken kann, um eben so ein bisschen runterzukühlen. Kann man Ähnliches auch für Hunde machen? Weil gerade Hunde mit dichter Fell oder gerade mit schwarzem Fell, also die legen sich gerne auf den kalten Steinboden, aber vielleicht kann man noch was tun.
Ja, also ich mache ein bisschen so Unterstützung, ja, gebe ich meinen beiden Hunden immer ein bisschen Pfefferminze, ja, weil Pfefferminze, das kühlt auch von innen, wobei es ist wirklich so ist, ja, da versuche ich immer ein bisschen einen ganz dünnen Pfefferminztee zu geben. Ja. Das ist der einzige Ausnahme, ja, da mache ich einen ganz dünnen Pfefferminztee und kühlen dann wirklich runter, dass das schön frisch ist, aber sobald zu viel, also zumindest ist es bei meinen Hunden so, zu viel vom Pfefferminztee drin ist, dann, die riechen halt so gut, dann nehmen sie es nicht mehr. Ja, also Hunde, aber man kann es wirklich machen. Man kann aber auch, also was ich beim Asrael schon gemacht habe, dass ich ihm mit Pfefferminz ein bisschen Wasser ein bisschen abspritze, einfach, dass er ein bisschen erfrischt ist. Das kann man tun. Genau, das kann man tun, wie gesagt, mit dem Pfefferminztee und das ist gut, da darf man auch Zecken mal dran. Auch. Eben, das wollte ich, das ist nämlich dann das nächste Sommerthema. Also zum einen natürlich, wenn wir den Pfefferminztee schon gut riechen, dann ist klar, der Hund hat, eine, weiß ich nicht, tausendmal, hundert oder tausendmal bessere Nase als wir. Tausendmal, ja, glaube ich auch. Also da weiß man, wenn wir den Pfefferminztee schon riechen, was das für eine Explosion für den Hund sein muss. Ne? Also das deswegen ist es, ja, wirklich etwas dünner. Wir werden gleich, meine Liebe, auch über die Zeckenproblematik sprechen und vielleicht noch über ein paar andere Themen. Wir sind gleich nochmal mit dir verbunden, machen quasi eine kleine Kräuterpause und machen weiter im Programm, ihr Lieben, mit einem wunderschönen Bewegtbild von Elisabeth Tadler. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Und wir sind jetzt verbunden, ihr Lieben, mit Astrid Obersteiner, die sich auch wundervoll draußen in der Natur befindet. Ach, mit herrlichem Blick wieder. Sensationell. Das ist der Ort, an dem du letztes Mal bei mir in der Sendung die schöne Räuchergymnastik gemacht hast, so habe ich es genannt, weil es ja wirklich sensationell ist, wie beweglich du bist. Unfassbar. Ja. Meine Liebe, heute wollen wir über das Sommersonnenwendefest sprechen. Hat ja gestern Nacht quasi stattgefunden oder gestern Abend. Der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Wie hast du es verbracht? Ja, also traditionell isst man Sonnenwende draußen. Und was die Menschen früher gemacht haben, aber auch heute noch, und ich mache das auch, dass man sich in der Sonne aufhält. Ja. Die Sonne steht ja jetzt am höchsten am Zenit. Genau um 11.13 Uhr hat sie dann die Schranken gewechselt und ist jetzt im Tierkreiszeichen Krebs. Und das ist etwas sehr Besonderes. Sind sehr, sehr intensive Tage von der Astrologie gesprochen. Jetzt reden wir über Fülle, jetzt reden wir über Vitalität, über die Üppigkeit der Natur. Und in meiner Heimat sammelt man jetzt Kräuter. Ja. Man sammelt viele Kräuter wie Johanniskraut, Eisenkraut, Gundermann. Man kann die auch schön als Kräuterkränzchen ins Haar flechten, um die Hellsichtigkeit zu steigern. So haben das die Menschen früher gemacht. Königskerze. Und all diese Kräuter sammelt man und man macht einen Kräuterbuschen. Und ein Kräuterbusch ist bei uns richtig große Tradition. Also jetzt haben die Kräuter, die Früchte, die Pflanzen, die Bäume die höchste Kraft, die innigste Kraft. Und diese Kräuter, die werden gepflückt. Also es gibt eine Tradition von 9 Kräutern, wie gesagt, Johanniskraut, Gundermann etc. Eisenkraut ist das Männerkraut, das ist ganz, ganz wichtig. Gundermann, das ist für die Frauen gut, so Johanniskraut für die Seele. Und all diese Kräuter werden in einen Kräuterbuschen gepackt und dann wird es an Johannis, und das ist am Donnerstag dieser Woche, am 23., wird es dann im Feuer so ein bisschen die Spitzen angezündet und man räuchert dann das ganze Haus, man räuchert den Garten, man räuchert all das, wo man sagt, da möchte ich eine Heilung haben, ich möchte, dass da was gesund wird. Man arbeitet mit dem Feuer, man arbeitet mit dem Licht. Und so geht es bei uns auch, man arbeitet mit seinem inneren Feuer.
und mit seinem inneren Licht. Und das ist so herrlich. Was hast du gemacht, Jens? Ja, also erstmal super spannend. Als du, ich wusste ja nicht, was für Kräuter du hast. Ja, und ich habe diesen den Strauß auch vorher nicht gesehen. Und als du den eben in die Kamera gehoben hast, habe ich ganz kurz, wirklich ganz kurz den Geruch von Lavendel in der Nase gehabt. Super spannend. Und ich habe hier nur Kunstblumen vorne auf dem Tisch. Also das ist, kommt nicht aus dem Studio. Wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ich nutze natürlich nicht nur solche Zeiten, nicht nur besondere Zeiten, sondern prinzipiell, du weißt ja, ich bin ein Freund der Meditation und es darf auch gerne jeden Tag sein. Und wir haben jetzt gerade auch im Programm jeden Morgen um 8 Uhr die Sternzeichen-Meditation und das mache ich natürlich. Also ich meditiere und das kann man natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit tun. Ich mache das ja gerne am frühen Morgen, mache das auch gerne noch am Abend oder nachts, bevor ich zu Bett gehe. Und dann kann man natürlich den längsten Tag, aber natürlich wunderbar, entweder mal draußen, dann sitzen in der Sonne. Also ich bin ja immer hier auch mit Produktion beschäftigt. Ich schaffe das dann nicht immer, gerade um 11.03 Uhr gestern oder 11.13 Uhr, glaube ich, war es nicht möglich. Ja, da war ich dann noch beschäftigt. Aber auch eben am Abend eben noch draußen zu sitzen, sind ja jetzt gerade auch sehr angenehme Temperaturen am Abend und einfach sich mit der Natur zu verbinden. Und wenn man das eben nicht kann, nicht rausgehen kann oder keine tolle Natur in der Umgebung hat, dann kann man das auch zu Hause machen. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade den Lavendel gerochen. Ja? Also man kann sich auch zu Hause mit der Natur verbinden. Und dann kommen diese Gerüche auch hoch, wenn man da richtig schön einsteigt, sich sag mal, seinen Lieblingsort vielleicht vorstellt in der Meditation. Meditation kann alles sein. Einfach die Augen zu schließen. Meditation bedeutet für mich auch immer Fokus, Aufmerksamkeit auf etwas. Erstmal nach innen zu gehen. Deswegen mache ich ja immer die Herzatmung. Ne? Mit der Herzatmung einzusteigen, dann ist man ganz bei sich, dann ist man in seinem Körper angekommen und dann einfach zu schauen, was kommt hoch oder sich vielleicht eben seinen Lieblingsort in der Natur vorzustellen, seinen Lieblingsbaum und dann sich damit zu verbinden und dann kommen auch diese Gerüche hoch, Geräusche vielleicht von Vogelgezwitscher, was auch immer. Also das ist schon wunderbar. Also ich mag gerne dann eben meditieren. Ach, wie schön, ja. Und die Bilder, die da entstehen, aus der Seele heraus generiert, hört man dann auch so ein bisschen den Hall der Vergangenheit, wenn man mal in Lavendelfeld war, wenn man mal besonders glücklich in einer Wiese gelegen hat und man hat den Vögeln zugesehen, wie sie fliegen und den Himmel beobachtet. All die Dinge kommen dann wieder in der Meditation, werden präsent. Ich glaube, da hat mal gesagt, du erfreust dich an dem, korrigier mich, wie heißt denn der Satz? Du erfreust dich im Alter an dem, was du an Bildern in deinem Leben gesammelt hast, so sinngemäß. Genau, und deswegen ist es auch gut, wenn wir Bilder sammeln. Ne? Also ich habe vorhin zu Stefan gesagt, oder am Anfang der Sendung zu Stefan gesagt, der Dalai Lama hat mal gesagt, jeden Tag etwas Neues machen, einen neuen Weg gehen, einen neuen Eindruck sammeln. Und das ist, wenn wir jeden Tag, so, nur eine Kleinigkeit mal anders machen, dann sammeln wir eben viele Eindrücke, viele neue Bilder und dann auf das kann man dann eben auch zurückschauen, aber man muss ja nicht immer nur zurückschauen, man kann jeden Tag wieder neue Bilder kreieren und außerdem eben eine schöne Kombination übrigens, die Meditation und deine Räucherung, also das Gerüche machen ja wahnsinnig viel mit uns, diese Geruchseindrücke, die gehen eben ungefiltert, gehen die ins Unterbewusstsein, ins Hirn, ja, also die werden nicht vorher noch gefiltert vom kritischen Faktor oder so, sondern Gerüche gehen direkt rein ins limbische System und lösen unglaublich viel in uns aus. Und das zu machen, also du hast mir mal dankenswerterweise einen ganz, ganz tollen Salbei zum Räuchern mitgegeben. Und das habe ich zu Hause gemacht, habe diesen Salbei, habe mit dem Salbei geräuchert und danach meditiert. Und das hat einfach für viel mehr Klarheit gesorgt. Also diese Kräuter können einfach wahnsinnig gut Meditation unterstützen. Ja, es ist ein Geschenk der Natur, das wir so gerne benutzen dürfen. Und was du gerade sagst, weißer Salbei, der kommt aus Kalifornien, der das helle Licht generiert. Wir haben an unseren Wiesen haben wir auch schöne Kräuter. Also wenn Sie heute vielleicht einen Spaziergang machen, pflücken Sie ein paar Kräuter, ein paar schöne Blumen, trocknen Sie und verbrennen Sie das dann. Wir gehen ja jetzt dann auch noch zum Neumond am 29. Ja. Und da
das ist jetzt bis Monatsende eine sehr, sehr intensive Zeit. Jens, wie du sagst, beschäftige dich mit deinem inneren Licht, räuchere, rieche, schmecke. Die Natur ist jetzt am üppigsten und das sind die Bilder, die entstehen, die dann auch bleiben. Ja, kommt noch ein Anruf rein, also bist wirklich begehrt. Aber also deswegen, also wirklich in die Natur gehen, diese Tage nutzen, auch wenn gestern die Sommersonnenwende war. Es sind einfach mehrere Tage, so wie wir es ja auch mit den Rauhnächten haben. Ne? Es fängt mal an einem Tag an, aber dann zieht sich's. Die Portale sind dafür auf, die Energie steht dafür da. Du hast ja auch gesagt, es geht in den Krebs hinein, dann auch noch der Neumond. Also da ist einiges jetzt in diesen Tagen für uns bereitet. Wir dürfen es einfach auch nutzen. Richtig, der Sonnenbogen wird geschnitten und jetzt werden die Tage wieder kürzer. Man glaubt es fast nicht und man nutzt jetzt in den nächsten Tagen bis Anfang Juli wirklich ganz intensiv die Zeit, um sich mit Gerüche auseinanderzusetzen, zu räuchern, eine Kerze anzuzünden. In der Tradition sagt man, man solle etwas Oranges und was Gelbes tragen. Ich trage zum Beispiel jetzt eine orange-gelbe Kette, um das eigene Licht zu steigern. Man beschäftigt sich mit dem Kerzenkult auch. Man macht irgendwo ein kleines Feuerl an, ob sie vielleicht eine Feuerschale haben. Verbrennen sie die Kräuter, den weißen Salbei und spüren sie rein, was sich jetzt tut. Und man sagt, zu diesen Zeiten, zu diesen Tagen jetzt, ist man den Himmel sehr viel näher, weil dieser Schleier weg ist, der uns so ein bisschen trennt zu unserem Über-Ich, da hat man jetzt einen besonders guten Zugang zur eigenen Seele oder zur hohen Spiritualität. Als du gerade gesagt hast, gelb-orange, ich habe an mir runtergeguckt, ich habe nichts gelbes-oranges, aber das schöne gold-gelbe Kissen und vor allem eher hier unsere Inserts hier, ne? Und das Logo, Leichter Leben, auch schön in gelb, in gold-gelb gehalten, also jetzt haben wir was da. Wollen wir uns mit dem Höheren selbst verbinden. Sehr schön. Wundervolle Unterstützung. Meine Liebe, wir werden nachher am Ende der Sendung ja nochmal mit dir verbunden sein. Da schauen wir gemeinsam in den Astro-TV-Shop rein, weil das eine ist natürlich, Kräuter in der Umgebung, vielleicht im Wald oder so auch zu pflücken. Das ist das eine, sollte man auch machen, wenn man dazu die Gelegenheit hat. Die Gelegenheit hat nicht jeder. Also hier in Berlin ist es nicht immer ganz so leicht. Ja? Auch im Tiergarten findet man nicht unbedingt dann immer noch die Kräuter, die man vielleicht gerne hätte oder braucht. Deswegen kann man natürlich im Astro-TV-Shop zuschlagen, denn da hast du ausgesuchte Kräuter dann auch als Räucherwerk am Start. Und da wollen wir nachher gemeinsam reinschauen, ne? Super, sehr gern. Das machen wir so. Meine Liebe, dann bis hierhin erst einmal ganz, ganz lieben Dank. Wie gesagt, auch schön, dich immer in dieser Umgebung zu sehen. Da geht das Herz dann auch auf, wie gesagt, da rieche ich dann den Lavendel. Ganz lieben Dank. Und bis später, meine Liebe. Bis gleich. Ciao. So, und jetzt haben wir für euch im Bewegtbild Thorsten Gabriel. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Und wir machen weiter mit unserer Kräuterecke und Kräuterexpertin Evelyn Graf, die gerade noch so ins Ohr gesagt hat, es könnte sein, dass es gleich anfängt hier zu bellen. Ja, aber so ist das so mit ist Hunden. Es. Genau, sie dürfen sich ja bemerkbar machen. Wir warten mal ab, was passiert. Aber weil du gerade was gesagt hast von Beruhigung und Meditation, da zeige ich dir auch mal was Schönes für die Hunde zum Beruhigen. Ja, bitte. Ja, erstens mal müsstest du das riechen. Das ist die Melisse, die Zitronenmelisse. Ja, und die Melisse, Tee ist sehr gut, zum Beispiel bei meiner nervösen Hündin. Meine Hündin ist ein bisschen nervös und immer wenn so Zeiten kommen, wo sie sehr nervös ist, wie zum Beispiel Silvester oder andere Dinge, wenn halt recht viel Trouble im Haus ist, da gebe ich ihr gerne ins Futter ein bisschen pulverisiertes Melissenblätter. Also getrocknet und dann pulverisiert. Es tut sehr gut, beruhigt und hilft dir auch gut einzuschlafen. Ja. Auch bei Hunden. Und eben gerade Hilfe einzuschlafen bei den teils tropischen Nächten, die wir dann ja auch haben. So ist also es. Hatten wir ja letzte Woche auch, wo es dann auf die 37, 38 Grad teilweise ging und dann kühlt es nachts auch nicht mehr so richtig ab. Da ist das zur Unterstützung, glaube ich, auch ganz gut, dass die Hunde gut einschlafen. Ne? Sehr gut, weil
gerade nachts, da werden die wieder munter, wenn es ein bisschen kühler ist. Ja. Und gerade bei meiner Kleinen, das kann schon mal nervig sein. Und dann, wenn ich merke, okay, die ist nervös, kriegt sie ein bisschen Melissenpulver rein, ja, also nicht den Tee, sondern die nimmt es wirklich nicht, weil die hat so eine gute Nase. Aber das Pulver im Fressen ist da ganz gut für sie. Okay? Wie ist das mit Wetterumschwung? Sind Hunde, also wird es auch unterschiedliche Charaktere geben? Dann wird es Hunde geben, die sind vielleicht wetterfühliger als andere. Was kann man da tun? Denn wir haben ja jetzt, also ich habe gerade gesagt, 37, 38 Grad am Wochenende hatten wir. Und dann am Montag, also hier in Berlin zumindest, durch den Regen waren es dann plötzlich 20 Grad. Ja, gefühlt waren es 16, 17 noch Grad. Weniger. Bei uns war es noch weniger. 12 Grad von einem Tag, von fast 39 auf 12. Eben, völliger Wahnsinn. Also wie gehen Hunde damit um? Also gibt es da eben auch Hunde, die da sehr wetterfühlig sind? Kann man sie da auch unterstützen? Also bei meinen Großen war das ein großes Problem. Ist es ein großes Problem? Der ist schon ein bisschen älter, wie gesagt, 12 Jahre alt. Und der hat große Probleme mit seinem Kreislauf bekommen. Ja, und da habe ich das Mittel genommen, was man auch bei Menschen nimmt. Ne? Und zwar Weißdorn. Ne? Ich habe also immer Weißdorn-Tee da. Ja. Den habe ich auch wieder pulverisiert, habe es ihm gegeben. Man kann es auch mal ein bisschen zum Trinken geben. Das riecht nicht so stark ins Wasser rein. Das hebt praktisch den Herzschlag, dass das kräftiger schlägt. Ja. Und dass, wenn zum Beispiel der Blutdruck absinkt, aber auch wenn er aufgeht, dass das einfach das Herz unterstützt. Und das braucht er. Ansonsten habe ich, wie gesagt, den immer mit der abgespritzt, auch mit Wasser, so mit ja, der Blumenspritze einfach, ja, mit Pfefferminze. Übrigens gegen Zecken ist auch ganz gut, zum Beispiel Oregano und Thymian. Das ist nämlich auch dieser Geruch, mögen die Zecken nicht. Und natürlich Neemöl, weil wir es gerade von den Zecken gehabt haben. Ist das etwas, was ich auch von außen einreiben kann? Also kann ich da irgendwie sowas wie eine Salbe oder eben auch so eine Tinktur draus machen und den Hund? Also ich habe da immer, wie gesagt, also bei dem Oregano und den Thymian. Ich mache ja immer selber meine ätherischen Öle, aber die können die Leute natürlich auch kaufen. Es muss aber ein echtes ätherisches und ein künstliches sein. Ja? Also wo drauf steht, nicht naturidentisch, sondern natürlich. Das ist wichtig. Ja? Und dann nimmt man dann ungefähr so 250 Milliliter Wasser und tut ungefähr 3 bis 4 Tropfen von Thymian und Oregano rein. Und das mögen die Zecken gar nicht. Die setzen sich erst gar nicht fest. Das habe ich selber festgestellt. Das wirkt aber wirklich. Also das Neemöl ist meinen Hunden wieder zu stark im Geruch. Aber das kann man im Prinzip, also ich will nicht sagen, was für Hunde gut ist, ist auch für Menschen gut, weil nicht alles, was für Menschen gut ist, ist auch für Hunde gut. Aber ist das so ein Zeckenmittel, was wir auch nehmen können eigentlich, womit wir uns auch einreiben können? Das könnte man auch mal probieren, das schadet nicht. Aber man muss bei uns denken, wir haben ja kein Fell. Ja? Und wir neigen dann auch mal zu Allergien. Ja. Ja? Und das kann schon mal passieren. Und jetzt habe ich vergessen, mein Telefon leise zu stellen. Kannst auch gerne rangehen. Mal hören, wer so dran ist. Ich weiß gar nicht, das ist eine komische Nummer. Ich weiß es nicht mehr. Das wird gleich aufhören. Ja, meine Liebe, also ganz, ganz herzlichen Dank. Es waren super, super Tipps. Wie immer, du bist eine absolut tolle Kollegin. Eins möchte ich noch sagen. Ich sehe in letzter Zeit immer so einen Pulver auf dem Markt für Hunde, wo Knoblauch drin ist. Das sollte man nicht geben. Alles, was irgendwie mit Lauchgewächsen zu tun haben, vertragen Hunde nicht. Ich weiß nicht, warum das in diesem Pulver drin ist. Das musste ich jetzt einfach noch sagen. Ja, danke für den Hinweis. Und sag uns bitte, was macht das denn? Also wenn man dann den Hunden das doch gibt, weil es auf dem Markt ist, was kann da im schlimmsten Fall passieren? Ja, sie können starke Magen-Darm-Probleme kriegen, Durchfälle, Verstopfungen, starke Blähungen, ja, unter Umständen so starke Magenreizungen, dass es, ich habe mal, also wirklich, dass der Hund fast Magengeschwüre davon bekommt, ja, und es kann Vergiftungserscheinungen geben. Ja. Also bitte nicht mit dem Knoblauch. Auch keine Zwiebel dürfen ja Hunde essen, ja, und es ist ein Knoblauchgewächs und auch keinen Bärlauch. Also mit solchen Sachen nicht arbeiten. Ich verstehe nicht, wieso das verkauft wird. Ja, wie gesagt, schlimm genug, dass das all diese Dinge verkauft werden. Und das erinnert vielleicht auch noch mal daran, dass Menschen essen, also wenn wir Mittag essen oder Abend essen, und ich weiß, es gibt ja Menschen, die dann gerne auch, weil der Hund ja bettelt und so süß reinschaut, dann wird vom Menschenessen was gegeben.
Das ist keine besonders gute Idee. Ja? Alles, was mit Kohle getragen zu tun hat, wie Nudeln, Kartoffeln kann man ein bisschen reintun. Ja? Nudeln, meine Hunde vertragen gar keinen Weizen zum Beispiel. Ein bisschen Kartoffeln kann man geben, ja, aber natürlich ohne Salz und ohne alles, ja, aber auch nicht zu viel, weil die Hunde sind schon an Kohlehydrate gewöhnt durch diese ganzen, sind domestiziert über die ganzen Jahrtausende und die haben schon ein kleines Enzym entwickelt, aber nicht zu viel. Ne? Und das Ganze, was wir so mit unseren Knoblauch, Zwiebel und was wir da alles reintun, Paprika, das ist nichts für die Hunde, ja, genau. Auch keine Tomaten. Genau, also deswegen, also klar, man kann natürlich Schokolade einzelne, schon gleich gar nicht. Na, um Gottes Willen, also man kann natürlich einzelne Rohzutaten kann man den Hunden selbstverständlich geben. Also unser Hund hat immer super gern Karotten gefuttert. Also wenn wir irgendwas meine mit Karotten auch gekocht haben, habe ich immer Zucchini, ein bisschen Karotte gegeben. Kein Problem. Genau. Also hat das gerne weggehauen. Das kann man alles machen, aber vom fertigen Essen bitte nichts den Hunden geben. Nix. Also da züchtet wirklich man sich nicht die Probleme mit dem Hund ran und wie gesagt, der Hund leidet. Ihre Leber wird es nicht tanken. Genau. Okay. Meine Liebe, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für all die Hinweise. Wirklich super wertvoll und wer es wer es jetzt nicht gesehen hat, kann sich es in der Mediathek dann ja noch anschauen. Also alles nochmal, ne? Oder wer es jetzt gesehen hat und so schnell nicht mitkam, einfach nochmal in unserer YouTube-Mediathek nachblättern, quasi nochmal die Sendung anschauen. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe notieren, was Evelyn hier an super Tipps abgegeben hat. Ganz, ganz lieben Dank, meine Liebe, und natürlich noch einen wundervollen Tag. Ich euch allen. Und noch einmal, die Tipps, wo ich für die Hunde gegeben habe, sind nicht unbedingt für Katzen. Denn Katzen können überhaupt bitte gar kein Grünzeug verdauen. Die sind nämlich nicht so stark an uns Menschen angepasst wie wir Hunde. Genau, in diesem also Sinne, tschüss. Hundetipps sind Hundetipps. Danke dir, meine Liebe. Dankeschön. So, und jetzt haben wir für euch, ihr Lieben, Timo Wagenbach, der uns in die bunte Welt der Horoskope einführt. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Timo Wagenbach, ich bin Medienastrologe und habe Ihnen was ganz Besonderes heute mitgebracht, und zwar das Persönlichkeitshoroskop. Hier steht im Grunde schriftlich alles drin, was Ihr Geburtshoroskop hergibt. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Wie mit der Liebe? Was für einen Partner brauche ich? Und für die Schulabgänger unter Ihnen, was für einen Job sollte ich denn überhaupt machen? Wo sind meine Talente? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Das alles bekommen Sie jetzt hier in schriftlicher Form und exklusiv dazu gibt es mein persönliches Radix, und zwar auf Grundlage Ihrer Geburtsdaten. Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort brauche ich von Ihnen natürlich auch, wenn Sie dieses bestellen. Dann bekommen Sie Ihr persönliches Radix auch noch obendrauf mit den sensitiven Punkten und den Asteroiden. Das sind Feinheiten im Horoskop, mit der nicht jeder Astrologe arbeitet. Hier als Beispiel mit meinen Daten. Das ganze Persönlichkeitshoroskop von mir für Sie erstellt ist jetzt quasi buchbar unter der 0800 400 8686. Wie gesagt, wir brauchen Geburtsdatum, Zeit und Ort. Und dann flattert dieses schöne Horoskop bald zu Ihnen nach Hause. Und jetzt, ihr Lieben, sprechen wir über die Liebe. Und zwar über die Liebe in Zeiten von Social Media. Und dafür ist bei uns Irene Isaak-Mullik. Schön, jawohl, dass du da bist. Freut mich, kann ich nur zurückgeben. Ja, und wie immer ein wundervoller Anblick. Also du bist immer so schön gekleidet, so schön alles aufeinander abgestimmt. Das ist immer eine Freude. Danke. Herzlich es ist, gerne. Ich sag mal, es ist durchaus mit Absicht, weil, ich sag mal, es ist mir wichtig, dem Zuschauer immer etwas mitzugeben, ja, an Schwingung, an Energie und so viel Positives natürlich wie möglich. Wir und haben damit zwar eben viele auch Herzen Farben, zu öffnen, ne? Ja, wir haben zwar viele Farben in unserem Alltagsleben, aber wir nutzen sie oft nicht bewusst oder nicht richtig oder in welcher Form auch immer. Und da ich natürlich die Herzensthemen für dieses Mal für die Sendung vorgenommen habe, habe ich natürlich auch Herzensfarben mitgebracht. Und auch da, weil du die Farben ansprichst und was Farben für uns tun können, was sie da öffnen können, ohne welche Menge Felder, auch wirklich mal für sich darauf zu achten, gar nicht unbedingt sich immer vorher festzulegen am Tag vorher, was ich am nächsten Tag anziehe, sondern seiner Intuition vertrauen und dann statt vielleicht eben den grünen Pullover eben was Blaues zu nehmen, wenn das Bauchgefühl einen zu blau jetzt gerade zieht, dann gibt's ja möglicherweise ein Defizit, was aufgefüllt werden kann, richtig, durch diese Farbe oder etwas, was unterstützt werden kann, was wichtig ist für diesen Tag. Wie absolut gesagt, du hast ganz aus besonderem Grund eben diese Farben gewählt. Ja. Zum Herz öffnen. Genau. Denn wir werden heute über das Thema Liebe sprechen. Liebe in Zeiten von Social Media. Richtig. Wissen wir auch, also die Likes, die man dort bekommt, die Gemeinschaft, die man dort hat, das ist so ein bisschen diese Scheingemeinschaft. Das sind eben die Social Media Freunde, vielleicht nicht unbedingt die wahren Freunde. Und vor allem, Liebe findet dort eher etwas weniger statt. Also ein Like hat noch nichts mit Liebe zu tun. Nein. Ne?
Oft ist es tatsächlich so, wo ich das immer und immer wieder erlebt habe, deshalb habe ich das ja auch als Thema gewählt, nämlich Liebe und Social Media zu sprechen. Denn viele, gerade junge Leute, identifizieren sich immer mehr über die Social Media Netzwerke, ob jetzt Twitter, Instagram oder Facebook, also es gibt ja viele Plattformen. Ja. Und man möchte natürlich für jedes Foto, für jedes Bild, für jede Anmerkung, jeden Kommentar, den man postet, sozusagen, habe ich genug Likes? Wie schnell werde ich gemocht? Das heißt, man fühlt sich dann, oder sage ich mal, man ersetzt es irgendwo als eine Art Instant-Liebe. Sozusagen, ich werde für einen Augenblick gemocht, das schenkt mir ein Hochgefühl. Ja, ich bin also beliebt, aber das hat nicht wirklich was mit Liebe zu tun. Und je älter man wird und man feststellt, dass es eigentlich Oberflächlichkeit gibt und vor allen Dingen, wenn man feststellt, oh, du hast bei weitem nicht so viele Likes wie ich, weißt du, du bist nicht beliebt. Mhm. Wenn man dann angefangen wird zu mobben, ich sag mal, den Menschen ist das Bewusstsein abhanden gekommen, ihren Kindern zu vermitteln, dass sie sich selbst an den Pranger stellen. Ja. Die Kinder stellen sich an den Pranger. Früher, wenn man schaut, wurden Leute an den Pranger gestellt für das, was sie angestellt haben oder wenn sie im Privatleben zum Beispiel untreu waren oder irgendwas gestohlen haben oder sich zu Schulden haben kommen lassen. Heute komischerweise machen das die Leute freiwillig. Ja. Sie stellen ihr ganzes Leben auf den Pranger und warten darauf, wie die Leute es kommentieren. Ja, und ob vor allem tagtäglich, ne? Wirklich tagtäglich. Also an den Pranger gestellt zu sein, damals im Mittelalter, auf dem öffentlichen Marktplatz, das war dann für einen Tag, vielleicht auch mal für ein paar Tage. Ja. Und dann war es aber vorbei. Dann ist man da wieder raus, dann hat man seine quasi Schuld beglichen. Genau. Aber in Social Media hast du quasi jeden Tag irgendwie Schuld. Ja, und vor allen Dingen das, was einmal im Internet drin ist, kriegt man nicht so schnell wieder raus. Das heißt, egal in welcher Form, ob du jetzt freiwillig die Bilder reinstellst oder ob jemand dich sogar dazu gezwungen hat, die Bilder reinzustellen, gibt es leider eben auch. Mhm. Es gibt ja sehr, sehr vieles im Internet, auch an solchen Dingen. Ich sag mal, Liebe ist da definitiv nicht zu finden in den sozialen Netzwerken. Und es gibt erschreckende Daten. Die hast du mir vor der Sendung, hast du mir das auch gesagt. Also wie, dass das wirklich auch in Richtung Selbstmordgefährdung geht. Unbedingt. Muss nicht unbedingt immer die Selbsttötungsabsicht sein. Man weiß das aus dem Jugendalter. Ja. Das ist dann eher so dieses, nicht so ganz konkrete, aber eben diese Lebensmüdigkeit und dass man sagt, ach, ich wäre lieber tot, als das hier weiter zu erleben. Aber ohne jetzt wirklich in der Absicht zu sein, sich zu töten. Also in den Vereinigten Staaten, wo ist das natürlich noch viel, viel intensiver mit den ganzen sozialen Netzwerken, aber wir wissen ja, dass alles irgendwann auch bei uns rüberschwappt. Ja. Und die Statistiken, die sie dort mittlerweile haben, sind tatsächlich erschreckend. Viele Menschen sind in ihrer Einsamkeit, sie hängen dann vielleicht sogar oder gehen statt in die sozialen Plattformen lieber in Online-Spiele, wo sie sich einen Avatar erschaffen können, wo sie sein können, wer sie wollen, wo sie dann auch siegen können, gewinnen können und jemand sind, wo sie vielleicht von ihren Mitspielern auch Lob und Anerkennung bekommen. Es ist tatsächlich so, dass sie sich immer mehr über das Außen konfigurieren, statt zu begreifen, wer bin ich wirklich und wie liebenswert bin ich, welche Begabungen, welche Fähigkeiten habe ich, warum werde ich über mein Foto, über mein Äußeres, über, weiß ich, Bikini-Figur oder auch nicht definiert und brauche ich das überhaupt? Ja. Einem Jugendlichen zu vermitteln, das bist nicht du und das brauchst nicht. Wenn ein paar Leute sich auf den Weg machen, dich so zu definieren, zu dem zu machen, als was du gesehen wirst nachher von allen anderen, entscheidest auch du. Ja. Und du hast das Recht, auch als Teenager, zu gehen zu deinen Eltern oder meinetwegen auch sogar zum Anwalt, wenn es sein muss, um tatsächlich über solche Themen zu sprechen, wo man gemobbt wird. Ja. Und man kann aber auch eben etwas für sich selbst tun. Also eben nicht die Liebe im Außen suchen, sondern in sich selbst. Was kannst du da Jugendlichen mitgeben? Wie findet man die Liebe in sich selbst? Hier ist es ganz, ganz wichtig, erstmal, sofern es möglich ist, nicht jedes Elternhaus ist eben erreichbar. Hm. Viele Eltern müssen heute zwei Jobs schaffen, um eben die Kosten zu schaffen. Es ist wichtig, dass man eine Bezugsperson hat. Es
wenn es nicht ein Elternteil ist, kann es vielleicht eine Großmutter oder ein Großvater sein. Es kann vielleicht eben auch... Ein echter Kontakt, nicht wieder ein Social-Media-Kontakt. Nein, ne? Auf genau. Definitiv nicht. Es gibt vielleicht einen Vertrauenslehrer, dem man sich anvertrauen kann. Oder notfalls tatsächlich auch wirklich bitten und sagen, ich bin mittlerweile in einer Depression, ich weiß selbst nicht mehr, wer ich bin. Und wie andere mich sehen, heute sehen sie mich so, morgen sehen sie mich so und da lassen sie mich wieder fallen. Wie schaffe ich den Zugang zu mir selber, wer ich bin? Ja. Und da hilft tatsächlich manchmal auch nur noch professionelle Hilfe, weil selbst die Eltern mit sowas manchmal überfordert sind. Ja, und die gibt es. Es gibt Krisentelefone, die auch erst einmal nichts kosten. Ja. Auch da kann man anrufen. Wird wirklich auch, die sind auch auf Jugendliche teilweise eben spezialisiert. Mhm. Also auch da kann man sich Hilfe holen. Es gibt Möglichkeiten. Das Allerwichtigste ist tatsächlich eben ein liebevolles und stabiles Elternhaus. Ja, das ist die Wurzel, das beste Fundament von allem. Und da kann ich allen Eltern nur sagen, sagen Sie Ihrem Kind so oft wie möglich, dass Sie es lieb haben. Nehmen Sie es im Arm, umarmen Sie es. Selbst wenn es ein Schulterklopfen ist, auch das ist schon Motivation, das ist Trost, das ist mehr als 1000 Worte wert. Auch wenn vielleicht ein Teenager erstmal sagt, ja, du liebst mich, weil du meine Mutter bist. Das ist selbstverständlich, aber mir ist wichtig, was die anderen über mich denken. Ja. Meine Mom wird mich vielleicht immer lieben. Aber genau das ist, wenn man erwachsen ist, der Lebensanker. Ja, und dazu gehört eben auch, sich mal von Social Media als Jugendlicher, wer auch immer, auch als Erwachsener, sich aus Social Media ein bisschen zurückzuziehen und wieder in den direkten Familienkontakt auch zu gehen. Unbedingt, ne? Genau. Unbedingt, weil das Alltagsleben lebt man nicht mit Menschen, die, weiß ich, in Hamburg, Frankfurt oder sonst wo leben, die man über Social Media kennenlernt, sondern das nächste Umfeld. Es sind deine Nachbarn, es sind deine Kollegen vielleicht, wenn du schon Ausbildung machst oder arbeiten gehst oder wie auch immer. Und deine echten Freunde, die selbst in schlimmsten Zeiten an deiner Seite stehen, die dich auch trösten können, wenn du mal einen Fehler gemacht hast. Liebe Irene, ganz herzlichen Dank. Wichtiges Thema, deswegen schön, dass wir drüber sprechen durften. Wir haben jetzt noch einmal den Hinweis auf unsere Wochenverlosung. Ganz, ganz herzlichen Dank. Der wundervolle Preis, den uns Freier Onassis zur Verfügung stellt, nämlich dieses wundervolle Dreier-Set bestehend aus Lichtelfen-Schutzring, dann dem Lichtelfen-Bildschutz. Es geht ums Thema Schutz und das Buch Die Götter der Germanen und Wikinger. Wenn ihr dieses Set gewinnen möchtet, dann beantwortet doch bitte folgende Frage. Mit welchen Wesen arbeitet Freier Onassis zusammen? A. Lichtelfen oder B. Schattenmonstern? Wenn ihr es wisst, und ich denke, ihr wisst es, dann ruft an unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501990. 18 Jahre alt müsst ihr sein, wenn ihr bei uns teilnehmen möchtet. 50 Cent kostet der Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz, das wisst ihr, kann es immer etwas teurer sein. Bis Freitag 10 Uhr sind die Leitungen für euch geschaltet. Ihr könnt also rund um die Uhr auch mitten in der Nacht anrufen, denn es ist ein Anrufbeantworter natürlich geschaltet. Sprecht dann bitte die natürlich richtige Antwort auf den Anrufbeantworter, euren Namen und bitte auch eure Telefonnummer, damit wir euch im Gewinnfall dann auch erreichen können. Die Teilnahmebedingungen findet ihr dann auch wie immer auf astrotv.de. Und jetzt, ihr Lieben, haben wir noch einmal Astrid Obersteiner für euch zugeschaltet. Guck mal, da ist sie. Gießt noch sehr schön. Ja, voller Einsatz, Astrid. Ja, bitte schön. Oh, herzlichen Dank. Was für eine wundervolle. Es ist so eine Heckenrose, ne? Richtig, ja. Ich habe neulich gelesen, die Grundrose ist rosa und weiß und die Rosen verändern ihre Farbe. Okay. Also von einer roten Rose, die kann sich im nächsten Jahr in eine weiße Rose verwandeln. Hat mich so begeistert. Ja, guck mal, ist für mich jetzt, damit hatte ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Wusste ich gar nicht, dass das so Farbwandler sind. Siehste, großartig, wieder was dazugelernt. Liebe Astrid, wir haben ja vorhin in der Sendung schon gesprochen über das Sommersonnenfest und die Tage, die wir jetzt eben auch nutzen können, mit den unterschiedlichsten Tätigkeiten eben auch in uns zu gehen, zu meditieren, eben auch zu räuchern.
bereichern. Du hast uns einen schönen Strauß gebunden, den du uns gezeigt hast. Und wundervoll, wie gesagt, nicht jeder kann sich so einen Strauß selber pflücken. Deswegen gibt es natürlich ganz, ganz tolles Räucherwerk von dir auch im Astro TV Shop. Lass uns da doch mal gemeinsam reinschauen. Was hast du da alles im Angebot? Was können wir uns jetzt die Tage zum Räuchern ins Haus holen? Also wir können uns das anschauen. Es gibt Räucherbündel. Also die Räucherkräuter, das sind Eukalyptus, Rosmarin, Lavendel. Das kann man im Online-Shop bestellen. Ja. Das sind die Humeri Sacra, 4 an der Zahl. Und da zündet man immer einmal die Spitze an und dann räuchert man das Haus, ob man jetzt Kraft will oder negative Energie entfernen, wie auch immer. Und dann haben wir, genau, das ist es. Da sind sie, genau. Das sind die wunderbaren Eukalyptus, Fleur und Salbei, Lavendel, Rosmarin. Genau, das ist er. Also das sind die Buschen, die wir da haben. Und die werden ja jetzt traditionell werden Kräuter verbrannt, um die Heilkräfte zu steigern. Das ist natürlich symbolisch gemeint. Wenn man jetzt ein Johanniskraut verbrennt, dann soll es die Heilkraft der Seele fördern. Wenn wir Lavendel räuchern, verbrennen, dann soll es die Harmonie fördern. Wenn wir Rosmarin verbrennen, dann soll es uns einfach zu mehr Kraft verhelfen. Das sind so die Bräuche, die ich aus Österreich kenne. So wird es bei uns gemacht, daher die Räucherbündel. Dann haben wir aber auch, du hast es vorhin angeschnitten, den weißen Salbei. Und dieser weiße Salbei ist ja zauberhaft. Der wird traditionell in der Abalone geräuchert. Und es ist denkbar einfach. Man nimmt einfach ein Blättchen, zündet es über einer Kerze an und legt es dann in die Abalone hinein. Und dann kann man Folgendes machen, dass man seine Aura ausreinigt, dass man seinen Raum erhält, damit man eine gute Energie hat. Und der weiße Salbei, der riecht ganz, ganz gut. Also der ist nicht mit unserem Salbei zu vergleichen. Jens, wie hast du absolut, ihn empfunden? Genau, also wirklich, und es war, wenn du sagst, was das mit uns macht. Ich kann auch sagen, also beim Räuchern, man räuchert ja nicht unbedingt nur sich selbst und seine Aura, sondern eben auch den Raum, in dem man sich befindet. Ja. Und ich kann nur sagen, also das war eine unglaubliche Klarheit. Also ich meine, ich bin relativ klar, aber es gibt ja eben auch, man hat Eindrücke den Tag über, auch im Raum selber, in dem man sich befindet, stecken auch immer alle möglichen Energien drin. Und dieses Räuchern mit dem Salbei, auch wenn ich keine Abalone gehabt habe, aber das Schöne ist, also viele Menschen haben vielleicht keine Abalone zu Hause, aber im Räucherset beim Astro TV Shop ist die Abalone ja mit dabei, wenn man den weißen Salbei im Set sich dann holt. Und ich kann nur sagen, also für mich war es ein unglaublich schöne Klarheit. Und das macht in der Meditation natürlich auch nochmal einen Unterschied. Ach, wie schön. Ich bringe dir, wenn ich wieder in Berlin bin, ein Säckchen wieder mit. Ja, bitte, bitte. Ich freue mich darüber sehr, sehr. Ja, also Sie sehen, der Rauch ist ganz, ganz zart, ein Blättchen nur. Und der Raum erhält sich, deine Energie verbessert sich. Und ich, für mich gesprochen, ich komme einfach gut drauf. Also wenn ich mal so ein bisschen, knatschig bin, ich zünd ein Blättchen an und dann bilde ich mir ein, dass es mir dann besser geht. Es gibt Studien darüber, dass im Rauch Substanzen freigesetzt werden, die unser Gehirn eben erfreut. Und wenn Sie kleine Räume haben und sagen, ich traue mir nicht zu räuchern, schauen Sie, das ist ein ganz feines Rauchfähnchen und das gibt man in die Abalone hinein. Das ist das Wasserelement, das ist die Emotion und das dann schön die Aura ausgereinigt und da, wo es vielleicht ein bisschen wehtut, ja, vielleicht oftmals so um den Herzbereich rum. Wir haben ja jetzt auch die Bereiche des Herzens rein energetisch, können wir gut reinigen. Und dann bleiben wir ein bisschen und dann waschen wir uns mit dem Rauch. Und schon nach 30 Sekunden sieht die Welt ganz anders aus. Ja, und das weiß man eben auch, was Pflanzen im Zusammenspiel mit uns Menschen eben alles Gutes tun können. Also von der Ernährung mal abgesehen, aber eben hier mit dem Räuchern. Auch ein Waldspaziergang, also weiß man inzwischen auch, gibt es jahrzehntelange Erfahrungen und Studien, wenn man in den Wald geht, was die Pflanzen, vor allem in dem Fall Nadelbäume, alles aussenden. Also die Terpene, die Moleküle, die unser Immunsystem unterstützen. Da gibt es seit Jahrzehnten, gibt es die
Forschung dazu. Das ist alles belegt, wie das Immunsystem unterstützt wird durch die Pflanzen. Also deswegen wunderbar Möglichkeiten. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, sich mit Pflanzen zu verbinden und eben die Kraft der Pflanzen für sich zu nutzen. Ach ja, das gehört zu uns. Wir sind Menschen, wir leben mit der Natur. Ja. Die Natur ist ja unsere Mutter. Und wenn wir mit unserer Mutter, mit der Erde, mit den Pflanzen leben, mit ihnen kommunizieren. Und ich will da auch jetzt noch mal was dazu sagen. Ich habe mal gelesen, dass die Bäume untereinander kommunizieren. Ja. Über eben die Duftstoffe. Und über die Wurzeln, das machen alle Pflanzen. Und wenn eine Pflanze mal ein bisschen schwach ist, dann ist es wohl so, haben Wissenschaftler festgestellt, dann hilft der gesunde Baum oder die gesunde Pflanze, dass das Pflänzlein wieder stark wird. Und das finde ich so schön. Ja, also es ist wirklich faszinierend, was wir alles auch noch nicht so wissen, wo es Ideen gibt, wie Pflanzen miteinander kommunizieren und da auch immer mehr geforscht wird. Unter anderem, also was im Waldboden alles passiert mit dem Mikro. Organismen, gerade eben mit den Pilzen. Was wir sehen, die Pilze da oben, das ist der Fruchtkörper, das ist ein klitzekleiner Teil. Also es sind teilweise, das sind Kilometerflächen an Geflecht, was die Pilze da im Boden eben sich ausgebreitet haben und eben darüber auch kommunizieren und eben auch mit anderen Pflanzen, mit denen sie verbunden sind, kommunizieren. Meine Liebe, das war's schon wieder. Also die Zeit rennt immer. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns gewesen bist und ein bisschen noch das Kräuterwerk näher gebracht hast. Ganz, ganz lieben Dank, meine Liebe. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Wiedersehen. Dankeschön. So, ihr Baby, die Zeit rennt. Jetzt haben wir noch den Spruch des Tages für euch. Zufall ist ein Wort ohne Sinn. Nichts kann ohne Ursachen existieren. Das hat Voltaire gesagt. Das ist ein Ding, Menschenskinder. Ach so, ich soll noch mal rübergehen zu Irene. Guck mal, dann gehe ich noch mal rüber zu Irene, weil es viel schöner ist, wenn wir zu zweit sind. Genau, dann sagen wir beide gemeinsam Tschüss. Euch einen wundervollen Tag. Genießt die Zeit, räuchert ein bisschen, meditiert, wenn ihr mögt. Geht raus in die Natur. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. 9 Uhr, leichter Leben, Zeit für mich. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke dir nochmal. Sehr gerne, kann ich nur sagen. Ja.